So, hallo und willkommen zurück zu Pokémon. Ja, ich habe zwar die Framezahl da bei Fraps zurück auf 30 runtergestellt, steht aber immer noch auf 60, okay. Wenn Fraps das so will, dann machen wir das halt. Falls jetzt irgendwas anders sein sollte, bei den Pokémon-Stats oder so, dann... Oh, ich muss nochmal ins Pokécenter. Dann ist das nicht beabsichtigt, das liegt daran, dass ich beim letzten Mal, als ich dann fertig war mit der Aufnahme, natürlich klugerweise den Emulator einfach mal so geschlossen habe, ohne zu speichern. Das heißt, ich musste alles offscreen nochmal bis hierhin spielen, habe nochmal die ganze Route da rechts gemacht, habe auch noch ein Fluchtseil gefunden, was wir nicht gefunden hatten. Das ist in dem Busch ganz oben rechts auf der Route. Da ist nur ein Busch, der so mittendrin steht und da ist ein Fluchtseil drin, habe ich halt so gefunden. Wollte ich jetzt nicht nochmal extra hingehen. Ich meine, ihr könnt euch eine Aufnahme sehen, da ist nur ein Busch. Und ja. Ich glaube, wenn ich das richtig gesehen habe, müsste mein Nidoking und mein Ibitak jeweils ein Level höher sein, als es vorher war. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ist aber auch nicht so schlimm, denke ich mal. Wir bleiben auf jeden Fall unserem Plan treu und gehen jetzt hier aufs Schiff. Setzen Traumato nach vorne, weil der braucht das Training am dringendsten. Ein langer Weg Richtung Steg. Sozusagen. Die MS Andre ist ein luxuriöses Kreuzfahrtschiff. Wir besuchen Urania City einmal im Jahr. Und was hast du zu sagen? Willkommen auf der MS Andre. Oh, vielen Dank. Willkommen auf der MS Andre. Verzeihung, hast du ein Ticket? Ash zeigt das Bootsticket. Großartig, willkommen auf der MS Anne. Hast du schon mal gesagt, schon zweimal. Ja. Okay. Und dann betreten wir jetzt das Schiff. Okay, ich hatte nochmal kurz geguckt, ob er auch Sound aufnimmt, weil ich dachte, ich hätte das nicht eingestellt, aber ist alles richtig. Also gehen wir jetzt hinein. Wunderschönen guten Tag. Viele Passagiere sind hyperaktiv. Sie langweilen sich und sehnen sich nach einem Kampf. Okay. Fangen wir mal hier an. Ah, ein Mann. Ich mache immer alleine Urlaub. Nur meine Pokémon begleiten mich. Hier gibt es nämlich, glaube ich, in jeder Kabine oder in fast jeder Kabine mindestens einen Trainer. Und ja, die nehmen wir uns alle vor. Der Gentleman setzt erstmal Fukano ein. Wir setzen Traumato ein. Ja, einfach von Visionen drauf. Okay. Und wir haben ihn verwirrt. Aber er kann trotzdem angreifen. Trifft aber nicht und damit müsste er hin sein. Ja, Traumauto hat 551 EP und er hat noch einen Vulcano. Das ist. Hier nochmal mit einer Konfusion drauf. Oh, jetzt setzt er Glut ein. Wie viel zieht das ab? Ja, nicht ganz so viel. Und damit ist Vulcano dann auch weg. Mit einem Volltreffer, der vollkommen unnötig war. Aber egal. So, der Gentleman ist besiegt. Oh, wie hier verloren. Ja, wir kriegen 1260 Pokédollar. Und dann geht's ab in die nächste Kajüte. Und wieder ein älterer Herr. Du Rotznase, was fällt dir ein? Erneut ein Gentleman. Der setzt ein Nidoran männlich ein, okay. Dann müssten wir im Typvorteil sein. Konfusion. Ja, sehr effektiv. Und auf Wiedersehen. Und Traumhaut erreicht Level 23. Hey. Und Nidoran weiblich. Da sind wir auch im Typvorteil. Nochmal Konfusion. Und auf Wiedersehen, Nidoran. Und wir haben den Gentleman besiegt. Mist, du bist ganz schön gut. Wir kriegen... Oh, 1330. Und die nächste Kabine. Stuart, ich hätte gern ein Stückchen Torte. Okay, das möchte wohl nicht kämpfen. Ah, dafür sind hier zwei Leute. Ich reise immer mit Knuddeluff. Okay. Kannst du wohl Knuddeluff? Knuddel, Knuddel. Und... Ach, so eine Kreuzfahrt ist wundervoll. Okay, gut. Also wollen doch nicht alle kämpfen hier. Sprechen wir mit ihm.
Moin moin, du Landratte. Ich bin der Steward auf diesem Kahn. Ruf mich einfach, wenn du einen Wunsch hast. Verdammt. Gesprächig bist du aber nicht. Okay. Ah, das sieht nach mir nach drei Kämpfen aus. Auf meinen Reisen um die Welt habe ich unzählige Pokémon gefangen. Na dann. Dann wirst du aber nur zwei mit, das ist auch nicht gerade gut. Und es ist ein Taubsi. Wir haben ein Traumato. Dann haben wir Konfusion drauf. Diese kleinen Lecks, da bitte ich zu entschuldigen, dass die, glaube ich, an den 60 Frames eingestellten Fraps, zumindest waren die vorher nicht da und ich weiß nicht, wie ich die da wegkriege. Und wir haben ihn nicht besiegt, aber dafür ist er jetzt weg. Und jetzt kommt noch ein Pokémon gegenüber, die wir im Teamvorteil sind. Wiedersehen, Joran. Und den Trainer, die Göre, sind wir schon mal los. Nein, ich habe die ganze Welt für diese Pokémon bereist. Dafür ist aber nur Pokémon aus dieser Region, ist aber schwach. So, ich bin total ein Pokémon-Fanat, du auch? Es geht. Heiraten will ich sie nicht unbedingt. Teenager möchte kämpfen. Und wieder ein Doran. Da ist Traumato ja genau das richtige Pokémon für bis jetzt. Auf Wiedersehen. Oh, der ging aber schnell. Wow, du bist cool. Ja, geht. Wir machen eine große Weltreise. Okay, die möchte nicht kämpfen. DM8. Und in die nächste Kabine. Hallo. Psst, ich bin ein Geheimagent. Ich verfolge das Team Rocket. Psst, okay. Da geht's die Treppe lang und hier... Oh, hier geht's auch lang. Die Küche anscheinend. Aus dem Weg, du Leichtmatrose. Wir sind schwer beschäftigt. Oder der Essenssaal, wo die Küche gerade aufbauen. Kann auch sein. Ich habe einen seltsamen Ball im Müll gesehen. Okay, das ist also eine Andeutung. Es gibt zu viel zu tun. Nie kann ich mich ausruhen. Ich bin der Chef de Cuisine. Der Hauptgang ist Muschelragout. Die Gäste werden es lieben. Schnief, schnief. Immer muss ich die Zwiebeln schälen. Ich habe einen Superball gefunden, aber ich kann keine weiteren Items tragen. Ach so, das uralte Problem. Ist natürlich schon mal super gut. Ja, dann müssen wir wohl mal gucken, was wir so alles haben. Ups. Ja. Na. Was ist denn DM8? Body Slam. Können wir ja mal. Traumato. Ja, für Pfund. Ja, für Pfund. Ja, für Pfund. So. Traumato hat Pfund vergessen und... Traumato erlernt Body Slam. So, aber auf jeden Fall Platz für diesen Superball. Okay. Achso. Hast du schon von Relaxo gehört? Er schläft und frisst den ganzen Tag. Ja, das haben wir sogar schon gesehen. Hier ist nichts, bloß Abfall. Was habe ich nur verbrochen? Ich muss immer nur Kartoffeln schälen. Hier ist nichts, bloß Abfall. Wahrscheinlich war dieser Superball gemeint, den er im Müll gesehen hatte. Gut. Dann gucken wir nochmal, ob der anderen Seite war. Die räumen wir alle durch hier. Die Treppe nach oben. Würde ich erstmal die Treppe nach unten nehmen wollen. Okay. So. Guten Tag. Dieses luxuriöse Traumschiff fährt exklusiv für Trainer zu in jedem Haus besuchen und ausschließlich geladene Trainer. Okay. Hab ich gut hingekriegt? Was ist denn hier so drin? Ah.
Auf all meinen Reisen habe ich nie ein solch verschlafenes Pokémon gesehen. Es sieht ungefähr so aus. Ah, Relaxo, Tagträumer. Die meisten müssen jetzt wissen, welches Pokémon, also wo wir das schon gesehen haben. Ah, ein nächster Trainerraum. Schau dir an, was ich an Land gezogen habe. Oh, Wasser-Pokémon, okay. Angler möchte kämpfen. Und er setzt sein Goldini ein. Dann setzen wir ein Traumato ein. Los, Traumato, Konfusion. Nochmal Konfusion. Okay, Tentach als nächstes. Wenn da schon Typ Gift ist, sind wir wieder im Typvorteil. Ja, es ist schon Typ Gift, aber wir können es trotzdem nicht ganz besiegen. Zum Glück trifft uns das Hyperschall nicht, dann müsste diesmal auch ein Body Slam reichen. Oh, Tentach wurde besiegt. Traumato erreicht Level 24. Und er lernt Kopfnuss. Das gefällt mir, glaube ich, sogar noch besser als Body Slam. Ja, wir gucken mal. Steht hier denn schon, wie stark sowas ist? Nö. Super. Hört sich Aussetzer? Aussetzer hört sich eh nicht. Mach ich einfach mal Aussetzer weg. Ja, und das nächste ist noch ein Goldini. Und nochmal Konfusion drauf. Ein Schnabel, okay. Und dann setzen wir gleich mal Kopfnuss ein. Und tschüss. Goldini wurde besiegt. Traumato hält 403 EP. Okay, das war's für mich. Tschüss. So, gucken wir gleich mal. Traumato, Status. Hat also viel mehr Spezial als Angriff, deswegen, das habe ich schon bemerkt. Ja. Man kann sich hier die Attacken, glaube ich, nicht genauer angucken, wie viel die abziehen. Nein, kann man nicht. Schade. Dann geht's einfach weiter. Im Wettstreit mit der Jugend bleibe ich jung. Ein erneuter Gentleman. Kämpfen und diesmal hat er ein Pikachu. Ja, das wohl bekannteste Pokémon von allen und auch von vielen beliebt.